Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine Tischkreissäge und hier diese hölzernen Schiebetische, die mal übelst auf die Nerven. Und aus dem Grund werden wir uns heute einen richtig massiven Schiebetisch bauen. Viel Spaß beim Video. Das ist der Trägerarm, also das ist die Montierung bzw. die Lagerung für diesen Arm, der so sich mitdreht. Ist das nicht schön? Hier unten haben wir Axialkugellager, die verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Und jetzt machen wir weiter. Wir haben jetzt hier den Supportarm, der unser Teil oder unseren Schiebetisch auf der linken Seite von unten nach oben stützt. Und jetzt haben wir hier auch schon unseren Hauptträger, auf dem läuft dann quasi dieser Rolltisch und das hier bewegt sich immer mit, auch in dieser Richtung, damit es halt eben in der richtigen Höhe immer unterstützt wird. Als nächstes brauchen wir einen Tisch und damit geht es jetzt los. Ihr habt gerade gesehen, dass ich mir zwei Schrauben hergestellt habe. Die habe ich mir jetzt hier reingedreht, damit ich halt eben mit dem sehr, sehr starken Korpus hier oben in der Tischplatte diesen Halter vor dem Rohr an das Gehäuse drücken kann. Denn ich habe vor zwei Tagen schon festgestellt, dass das Ganze relativ viel Flex hat, weil das Gehäuse unten aus Blech besteht und das halt sich eben ein bisschen verbiegt. Und die zwei Schrauben müssten das jetzt verhindern. Das probieren wir nämlich jetzt mal aus. Moment mal. Where is the right side? Und jetzt bewegt sich da nämlich gar nichts mehr.
Appetit, es ist so gut wie fertig. Ich muss jetzt nur noch den Anschlag dran machen, den zeige ich euch jetzt. Und jetzt werde ich auch ein bisschen was zu dem ganzen Zeug noch sagen. Ich habe bei dem Projekt heute mal nicht so viel gesprochen, weil ich mal so ein bisschen was ausprobieren wollte, wie es halt eben rüberkommt, wenn ich halt nicht so viel dazu sage, weil diese ganzen Metallarbeiten wären größtenteils so gewesen, ja, ich drehe jetzt das Teil auf und ja, ich schneide das Teil jetzt ab. Und es war halt nichts anderes, außer die ganze Zeit viele Teile abschneiden und dann halt irgendwie hier dran montieren. Den habe ich gestern noch mit Hammerschlag Lackgrün lackiert und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der braucht eigentlich so 2-3 Tage, bis der wirklich belastbar ist. Wenn man jetzt ein bisschen grob macht, dann kann man den Lack auch schnell wieder runterrupfen. Aber wenn er da mal trocken ist, ist der echt super massiv. Wie der Anschlag jetzt liegt, ist er in der Richtung auch schon richtig. Hier vorne muss ein Stück Holz rein. Das ist quasi so wie so ein Opferholz, damit ich halt immer genau am Sägeschnitt vorbei fahre und dann das Holz, was ich schneiden möchte, da passend ausrichten kann. Dann haben wir ja eben hier diese Teile gedreht. Das sind quasi die Griffe, um das hier werkzeuglos festziehen zu können. Und ich habe es auch extra so gemacht, dass man die Teile hier nie ganz abschrauben muss. Als erstes kommen jetzt noch ganz, ganz wichtige Bauteile. Und zwar sind das hier diese Anschläge. Die kann man jetzt direkt reinschrauben. Die kann man dann hier dagegen kontern. Ich habe jetzt hier einfach die Möglichkeit, den Anschlag quasi fein zu justieren. Das ist ein Anschlag, der rein für 90 Grad gedacht ist. Denn für andere Winkeleinstellungen werde ich mir dann hier was bauen, was ich hier dann festspannen werde. Ich habe jetzt hier halt eben die Möglichkeit, das so einzustellen. Ich muss halt natürlich immer einen Probeschnitt machen und dann vergleichen, ob das Ganze stimmt und dann halt nachstellen. Aber wir sagen jetzt einfach mal, dass hier diese Einstellung passt. Wobei, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach, ich stelle den Anschlag jetzt einfach einmal ein. So, ich habe meinen Anschlag jetzt eingestellt und jetzt kann ich halt eben hier diese Stellschrauben an die Tischkante randrehen. Und jetzt kommt direkt der erste Härtetest. Nehmen wir einfach mal an, ich will ein paar Streifen schneiden und der Anschlag muss weg. Da habe ich das jetzt zu weit geschraubt. Dann können wir dieses Teil jetzt hier so rausheben und haben halt eben so die komplette Breite. Jetzt bringe ich das Ganze hier wieder an den Tisch dran. Das geht ja eigentlich nur darum zu schauen, ob das Ganze wieder hohlgenau ist. Das ist jetzt festgezogen, jetzt haben wir wieder einen 90 Grad Anschlag. Und jetzt können wir einfach mal was schneiden, um zu sehen, wie gut das jetzt noch im Winkel ist. So, das war auch eigentlich nur eine Einstellung und das hat jetzt auch gepasst. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Details von diesem Schiebetisch hier zeigen. Ich habe das Ganze so gebaut, dass ich mir hier nicht so alles in der Werkstatt zubaue, aber dann trotzdem so die meisten Dinge schneiden kann. So, diese Einstellung kann ich jetzt gute 60 cm schneiden. Das ist wirklich für die meisten Arbeiten, wie ich sie hier drin mache, vollkommen ausreichend. Wenn ich dann aber doch ein bisschen mehr Länge brauche, dann kann ich einfach hier diese Schraube losschrauben und kann mir dann halt eben hier die Verringerung reinschieben und habe dann halt eben größere Reichweite, was ich halt eben schneiden kann. So kann ich ja zum Beispiel eine große Multiplexplatte ablenken. Ihr habt gesehen, das läuft, aber besser wäre es, wenn man hier einen kleinen Bock runterstellt. Auf jeden Fall kracht mir hier nicht alles weg. Das ist erstmal das Wichtige. Eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen, und zwar habe ich hier noch Klebemaßbänder. Die sind von mir, also die, die ihr da auf Amazon kaufen könnt, die ich euch da unten verlinke, die sind von mir. Deswegen würde ich mich da auch umso mehr freuen, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlässt zu diesen Klebemaßbänder. Ich zeig dir mal was. Mir ging es immer so ein bisschen auf die Nerven, denn wenn man sich solche Klebemaßbänder kauft, gibt es da welche in einer metallernen Ausführung. Und die sind halt super kacke zu lagern, weil die sich halt immer wieder ausrollen. Und schneiden kann man sie auch nicht so gut, deswegen fand ich hier diese Variante halt cooler. Vor allem, ich finde das Gelb halt auch irgendwie viel schöner als das Weiße. Wie gesagt, ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch die holt, würde ich mich extrem über eine Bewertung von euch freuen, weil mir das halt extrem hilft. Einfach. Genau. Die gibt es von rechts nach links und von links nach rechts. Das Klebemaßband können wir nämlich jetzt einfach hier mit 0 auf den Strich setzen. Dann einfach hier drauf kleben. Hier ist quasi die ganze Kraft, die hier drauf gedrückt wird, also die ganze Kraft, die hinten vom Auslegerarm gehalten wird, wird in senkrechter Position von dieser Stahlrille hier gehalten, und damit sich das unten noch schön dreht, habe ich ein Axialkugellager hier unten eingebaut. Das garantiert halt eben diesen reibungslosen
Lauf des Schlittens. Hier seht ihr quasi den Supportarm. Der muss sich natürlich in beide Richtungen bewegen. Wenn ihr halt nach hinten fährt, dann muss er ja nach hinten länger werden. Deswegen ist hier so ein kleiner Drehpunkt. Hier oben ist auch nochmal ein Axialkugellager, ein schönes Drehbauteil war das. Hier wird halt eben das Gewicht auf den Supportarm gebracht, auch nochmal mit dem Lager halt eben gelagert, dass es halt reibungslos läuft. Unten habe ich ein Rohr in einem Rohr, das ist quasi dann der Auszug. Und damit das halt eben gut läuft, habe ich hier ein Lager unten drunter dran gemacht. Das kann man auch nachstellen, damit das halt immer schön oben ins innere Rohr reingepresst wird. Und so läuft das dann hier halt eben. Eine Sache zu der Befestigung vom Rohr. Ich wusste am Anfang nicht, oder ich wusste am Anfang nicht genau, ob ich es halt eben so machen werde, dass man es verstecken kann. Dann kam ich halt auf die Idee, dass ich einfach ein Verlängerungsrohr hier reinschieben kann. Und deswegen habe ich das hier festgeschraubt. Hätte ich das im Vorhinein gewusst, hätte ich es eventuell so gemacht, dass hier mein Querschlitten auch unten im Kugellager supportet wird. Weil im Moment ist es halt so, dass man den hochheben kann. Und aus dem Grund habe ich halt einfach ein großes Gewicht reingemacht, damit der halt eben ruhig läuft und halt nicht schnell rauskippt. Damit es noch mal ein bisschen verständlicher ist, der läuft hier nur oben drauf. Es ist halt so, wenn man hier extrem fest drauf drückt, dann hebt es ihn halt hinten hoch. Ich kann damit schwere Bohlen schneiden, weil die schweren Bohlen werden dann irgendwo hier in der Mitte liegen. Die sind ja dann auch ein bisschen breiter. Und hier habe ich halt wirklich überhaupt kein Problem, weil das ganze Gewicht wird unten abgefangen. Soll eigentlich nur heißen, ich habe da ein Gewicht reingepackt, damit hier quasi immer jemand so ein bisschen drauf drückt, damit der auf der Führungsbahn läuft. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe auf Instagram habe ich dann auch schon einen Herdetest quasi gezeigt, wo ich hier einmal voll dagegen gelaufen bin und das Ding hinten voll dagegen gefahren ist. Überhaupt kein Problem. Ist nicht so schön, tut ein bisschen weh, wenn man das sieht, aber es funktioniert. Ihr seht ja, dieser Rollmechanismus funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ansonsten soll es das auch schon gewesen sein. Es ist ja nicht so, als wenn ich da jetzt eine Woche dran gearbeitet habe. Ja, genau. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Schreib mir gerne deine Fragen zu meinem Schiebeschlitten in die Kommentare. Da werde ich dann in meinen Neuigkeiten drauf eingehen. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Das hier war jetzt quasi so ein Übungsbrett für das Sägewerk, was ich bald bauen möchte. Also wenn du das nicht verpassen willst, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Ihr seht ja, solche coole Projekte kommen hier. Also ich finde mal, das ist so cool. das habe ich jetzt mal für mich gesagt. So. Yes, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye. Und jetzt benutze ich erstmal meinen Schiebeschlitten.